Bam, 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 bam. Oh, mir tut der Hals weh. Ich nehme hier gleich mal eine ganze Session auf. Weil dieser eine Part, das war ja fast nur Intro. Ein Part ist ja auch erst schon um. Die Leute, die den Part jetzt sehen, sehen den zweiten Part. Part, 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 Part. Ne? Oh, viel zu viel Part. Kriegst du die Tür dann geöffnet? Nein, krieg ich nicht. Das hätte ich beim ersten Mal auch nicht ausprobiert. Hm. So, ab zum Ausgang. Und Innenhof von Schloss Hyrule. Der Name gefällt mir. Man kann auch Hyrule sagen. Ich sag mal Hyrule, das sieht besser an. Nördliche Ebene von Hyrule. Hat, hat, hat. Hat, 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 hat. Hier fällt nicht durch. Ich will mich erstmal hier in der Welt ein bisschen umschauen. Ah, die Kiste war ein Wald, ein Bahnhof, Bahnhof, die fliegt mir jetzt nicht viel. Ah, ich kann auch vorspielen mit der B-Taste, okay. Das sind ganze Sachen, die ich noch nicht ausprobiert habe. Warum auch immer. So. Zack, 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 nichts versteckt. Ich brauche eigentlich auch noch nichts, außer ein bisschen Kohle könnte ich vielleicht gebrauchen. Obwohl ich noch eh noch nicht mehr Sachen kaufen kann. Zack, zack, zack. So, ja. Müssen wir das einsammeln jetzt hier? Oh man, London Farm. Wir haben alle Namen. Epic! Alle auf einmal. Komm raus! Das erinnert mich irgendwie mal an ein Tech-Spiel, wenn der Hat-Hat-Hat-Hat macht. Epische Musik. Eigentlich ist jedes Lied in Zelda episch. Ich muss mir aufpassen, dass ich die ganze Zeit Zelda sage statt Link. Die Diskussion hatten wir ja schon bei Kirby. Ey! Aber das wird wohl nicht passieren. Nach unten, östlicher Hügel. Dieser Hügel ist im Osten. Oi. Rein da. Oh, Vasen. Aufheben. Hebet. Hebet. Ist drin? Benno. Wir gehen doch einfach mal in die Häuser rein. Klauen die Gegenstände. Machen alles kaputt. So, hier umschauen. Hier war nix. Oh Mann, ich schätze mal, das Spiel wird sich auch nicht so lange ziehen. Es kommt drauf an, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. Und ist ja blind. Um da zu sehen, wirklich eigentlich, ja, ne? Nur den Anfang kann ich mir noch erinnern, bis zum ersten Dungeon. Oh, den Rest habe ich schon wieder verhauen. Tyrolia Wald. So, dann begeben wir uns erstmal zum Reich der Minish. Ja, da können wir später auch noch rein, durch diese Glücksfragmente, da können wir... Oh nein, nein, an dran erinnern, puh. Ja, ich verliere nicht mal durch den Gegnerschaden, sondern durch irgendwelche Objekte. Oh, der erste Blobbel. Ja, was muss ich nochmal machen? Ich muss hier runter. Glaub ich, ja, war so, oder? Ja, und dann hier lang. Haha, haha, haha. Hier hoch. Ich bin ja so schlau. Komm, Blobbel. Ich weiß nicht mehr, wie die Dinger heißen. Kennst du die Dekus? Das fällt mir nicht ein. Hilfe! Aua! Hey, hör doch auf! Autsch! Aua! Hilfe, ist da niemand da? Ist denn da niemand? Verdammt, warum dreh ich immer die Wörter um? Das ist, glaube ich, auch so, da haben die Geschichter. Die Geschichter, na Mann, ey. Da haben die Entwickler sich auch so was gedacht, wie Link zu seiner Mütze kommt. Weil, jetzt habe ich schon gespoilert, aber egal. Man sieht doch, wie das Ding aussieht. Hm? Ey, du kleiner Mensch, ja du. Aber, ey du da, guck mich einfach dazu. Autsch. Jetzt steht doch nicht nur der Untätiger rum, so hilf mir doch. Oh, mein Hals, warum sie immer so Krächzstimme haben. Puh, das ist ja gerade nochmal gut gegangen. Naja, ich wäre auch alleine mit deren fertig geworden. Apropos, was macht ein Kind wie du ganz alleine hier im dunklen Wald? Ach so, ich verstehe. Minish, Fati, Fluch, heiliges Schwert? So ist das also. Ja, gewiss, ich habe dich verstanden. Es ist nämlich so, dass ich selbst auf Reisen bin, um einen Weg zu finden, wie meine Fluch des Hexenmeisters brechen kann. Man braucht also das heilige Schwert. Gut, dann helfe ich. Helfe ich. Dann werde ich mich dir anschließen. Boah.
mein Name ist Isilo. Es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Was? Was guckst du so? Sieht irgendwie komisch aus? Ah, wie setze ich denn das nochmal auf? Ah ja. Warte doch mal! Renn doch nicht so, mein Kind. Kannst du nicht langsamer gehen? Sieh mal, Kindchen, wie soll ein kleiner Wicht wie ich je mit dir Schritt halten? Und nochmal. Also wirklich, was für ein absolut unmögliches Göre du doch bist. Well. Wie viel besser, wenn ich hier oben bin. Kannst du mir nicht mehr davonlaufen. Ah, sehr hübsche Aussicht hier. Und außerdem äußerst bequem für mich. Was krummelst du da? Los, auf geht's, zacki zacki. Ach, ich jetzt vergesse, für kleine Kinder wie dich gibt es allerlei Dinge, die sie nicht verstehen. Drücke in solchen Momenten einfach Select. Ich helfe dir dann. Herrje, das wird anstrengend. Ja, das denke ich auch, mit der Stimme klar zu kommen. Und wir haben unsere erste Mütze. Oder unsere Mütze. Oh, mir tut der Hals jetzt weh, ey. Oh, puh. Ja. Kindchen, ich verrate dir etwas. Die Welt der Minish ist sehr klein. Du kannst die Minish nicht treffen, solange du groß bist. Schau mal dort, sie ist aus wie ein normaler Baumstumpf, nicht? Ja, aber dieser Baumstumpf ist ein geheimes Portal. Portal, Mann. Portal. Zeit schaffe, um ihre Körper ändern zu können. Wenn ich dabei bin, kannst du dort so klein werden wie ein Minish. Wenn du auf den Baumstumpf R drückst, wirst du klein. Um wieder groß zu werden, drückst du erneut R. Also los, ab geht die Post. Springst du mal drauf? So. Zauberformel. Hüpf, 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 Kopf. Au. Boing. So, und jetzt sind wir ein Minish. Boing. Jetzt siehst du die Welt mit den Augen eines Minish. Und war das nicht nett von mir, du brauchst dich nicht zu bedanken. Solche Portale gibt es hier und da in verschiedener Gestalt. Um wieder groß zu werden, stell dich neben dem Baumstumpf und drücke R. Du musst aufpassen, wenn du klein bist, lauern viele Gefahren. Wenn du groß bist, kleine Pfützen. Wenn du klein bist, ein Meer. Wenn dir was passiert, geht es mir auch an den Krag, also pass aufgepasst. Oh Gott, mein Hals. Das tut echt weh. Jetzt können wir zum Beispiel durch diesen Baumstumpf durch, wo wir als Großer nicht... Eigentlich hätten wir das rüberklettern können, aber... Naja, nein, ich bin abgesoffen. Mischt. Ich bin bestimmt nächste Woche heiser. Oder nach dem Tag schon. So. Man sieht auch jetzt, wir sind wirklich richtig klein. Also Eicheln sind jetzt aber mal mega groß. Zum Erschlagen riesig. Dorf der Waldmännisch. Das erinnert mich irgendwie an Erdbeeren. Hier ist wohl das Dorf der Waldmännisch. Minish? Bäum? Schnell nie. Ja. Fragezeichen, Höhe? Schnell nie. Seht sie aus. Wenn man genau darauf achtet, sieht man, dass das eigentlich nur ganz normal geredet ist, bloß rückwärts geschrieben. Das müssen wir den anderen erzählen, steht da. Und nicht ne letzre, nere, na, net, griff, ne sübsat. Ja. Sie haben offenbar schon lange keinen Menschen mehr gesehen. Was? Du konntest sie nicht verstehen? Das war die Sprache der Minish. Kein Wunder, dass du nichts verstehst. Ich habe auch kaum etwas verstanden, weil sie einen eigenen Dialekt haben. Na, irgendeiner hier wird uns schon verstehen. Such mir ihn. Oh, ich hab grad gehixt. Ja. Ich schluck auf, mitten in der Aufnahme. Ist nicht toll. Ja, den ganzen Weg kenne ich noch hier hin. Jetzt sind wir beim König. Nanu, du siehst ungewöhnlich aus. Bist du etwa ein Mensch? Es ist lange her, dass ein Mensch hier war. Ich verstehe eure Sprache. Mein Name ist Fester, der Priester, und ich wache über den Schrein hinter mir. Du scheinst Probleme zu haben, da unsere Sprache nicht verstehst. Südlich von hier ist ein Fasshaus. Dort gibt es eine Quatschbirne. Das bin ich auch. Wenn du die Quatschbirne isst, kannst du unsere Sprache sprechen. Das kann ich auch so. Südlich, Süden, wir sind Süden. War jeder nicht schon? Ah, ja. Da oben ist die Quatschbirne gewesen. Rätsel. Ah, Kindchen, das ist die Quatschbirne.
von der Feste erzählt hatte. Dann lass uns gleich mal davon probieren. Nee. Ich die Quatsch wieder, dann kannst du mit dem Mensch reden. Und dann gleich mal austesten. Du hast also die Quatschbirne gegessen und kannst es ver- Warum rede ich mit Frauenstimme? Klingt ganz normal einfach. Der Älteste sagte, die Menschen von heute können uns nicht mehr sehen. Unglaublich, dass du uns sehen kannst. Weil wenn ich alles jetzt mit anderen Stimme rede, dann... Oh Mann. Dann geht alles drunter und drüber. Gehst du hier hin? Anderer Mensch im Haus. Das sieht echt aus wie so ein Erdbeerfeld. Krieg ich voll Hunger. Das sind Erdbeeren! Oder nicht? Oder? Noch ein Haus. Anderer Mensch. Ich muss zum Priester. Noch ein Haus. Aber egal, ich geh trotzdem mal rein. Kann sich ja mal umgucken. Ich hätte gedacht, wenigstens hat irgendeiner eine Vase hier. Nein. So, los. Ah, da ist der Priester. Oder ist das der König irgendwie gehört? Oh, du sprichst die Sprache der Minish? Gibt es zwar nicht, hier gibt es zwar nichts, aber bitte bleib und ruh dich aus. Nein, vielen Dank, aber wir sind in Eile. Mein Name ist Ezele und das ist Kaito. Wir müssen den Prinzessin Zelda vom Fluch des Hexenmeisters befreien. Wir wollen das zerbrochene Schwert der Minish hier reparieren lassen. Ach so ist das also. Ihr seid gekommen, das Schwert zu reparieren zu lassen. Um das heilige Schwert zu erschaffen, braucht ihr die vier Elemente. Die Elemente enthalten die Energie dieser Wälder konzentrierter vor. Wenn man diese Kraft auf das Schwert überträgt, wird es das heilige Schwert. Ich kann es euch sagen, wo sich die. Ich kann euch sagen, wo die Elemente finden. Blablabla, weil ich es gerne habe. Haha. Das Element ist im Schrein nördlich vom Haus des Priesters. Priester Fester wird euch sagen, wie ihr zum Schrein kommt. Im Schrein wohnen inzwischen Ungeheuer, deshalb gebt Acht, wenn ihr das Element gefunden habt, kommt wieder hier zu mir. Das muss ich mir merken. Dass ich wiederkommen muss, sonst laufe ich irgendwo durch die Gegend. Sam. Oh, noch mehr Minish. Sieht irgendwie süß aus. Ja, Priester, hau rein. Du willst zum Schrein? Bitte geh hier entlang. Pass gut auf, denn draußen ist ungefähr das Gefährte, das wir haben, ne? Genau. Und dem rutscht die ganze Zeit die Brille von der Nase. Oh, und ein Herzteil. Na, wenn ich klein bin, kann ich es nicht nehmen. Fies. Hätte ich jetzt gebraucht. Unser erster Dungeon. Hier ist also der Waldschrein. Hier soll immer Monster leben? Was ist das? Zögere nicht. Ich bin ja bei dir. Na gut, dann gehe ich eben vor. Nein, warte, wir gehen zusammen. Ich glaube, ich stamme nicht mehr gerade so irgendwie sonst. Irgendwie mein Hals tut einfach so weh. Du hast ein Herzteil gefunden. Etwas Energie kann nie schaden. Nee. Ja, dann hier lang. Noch schwere Quest. So, nächster Raum. Ja, noch unser Schwert. Bam. Erstmal diese Nacktschnecken platt machen. Ich brauche zwei Schläge, heftig. So. Dann geht's los. Tack. 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 Quest gelöst! Wuhu! Wup, wup. Ist ja auch mega schwer gewesen. Kleinen Schlüssel erhalten, ja. Ihr öffnet verschlossene Türen und Barrikaden in diesem Bungeon-Dungeon-Hamsen. Nanu, eine verschlossene Tür! Jetzt nicht mehr. Ihr hättet das gedacht. Nacktschnecken, die vom Himmel fallen. Es regnet Schnecken! Hilfe! Kann man diesen Hebel vielleicht herausziehen? Drücke er, um den Hebel zu greifen. Drücke zusätzlich Pfeiltaste nach unten, um sie zu ziehen. Halt dich schon fest, du. Und flop. Das gleiche können wir auch mit dem Pilz machen. Dann lassen wir die Falltaste los. Und können in dich rüber. Oh Mann. Geh weg. Schnack, schnack. Schnick, schnack, schnack, schnack. So. Aha. Jetzt mal du weg da. Das ist ja ein riesiges Fass. Ach so, beinahe hätte ich es vergessen. Nicht das Fass ist groß, wir sind klein. Wop. Oh, wer hätte das gedacht? Ja, dieser Dungeon ist eigentlich total klein. Die könnte ich eigentlich zertreten, wenn ich Originalgröße hätte.
Da lang, da lang, da lang, da lang, da lang. Runter, hier, gehen Sie da, sind Sie. Und, zwei Schalter. Was macht man hier wohl? Ganz einfach. Für warum nicht Arthur? Kopf. Und ab jetzt kann das Fass rollen. So, und ab hier ist blind. Hier kann ich sagen, ist hundertprozentig blind. Weil ich in der Schule nicht so viel Zeit hatte. Och, Kindchen, das Fass hat sich bewegt. Können wir wohl drehen. Donk, donk. Donk, donk, donk. Aber nö, ich mache hier gar nicht weiter. Denn, ich denke mir, das ist genug für heute. Und das war's mit Zelda. Legend of Zelda's Binge Cap. Bis zum nächsten Mal.